Hey, und ich hab recht gehabt, auf Level 20 entwickelt es sich. Damit will er nur noch Marvin, das einzige Problem, was sich noch nicht entwickelt hat. Jetzt haben wir einen Polykon oder wie das heißt. Keine Ahnung. Oh, kannst du lernen? Was kannst du da lernen? Bestimmt Härten oder sowas. Das brauchst du nicht erlernen. Okay, dann suche ich mal weiter. Hasbiro, das will ich! Das gibt's nur in Black. Anstelle von den Neko. Aber oh Mist, das ist männlich. Dann laufe ich wieder. Ich möchte mir gerne ein weibliches fangen. Okay. Ah, ich muss es auf jeden Fall noch Evoli geben. Guck mal ganz kurz in den Pokédex rein. Bin ich zufälligerweise noch unten bei Evoli? Ja, bin ich zum Glück noch. Ja, der blinkt da in Stratos City. Also muss das hier sein. Muss es wahrscheinlich extrem selten. Also, dann werden wir, wenn ich endlich ein Evoli sehe. Oder jetzt ein weibliches Hasbiro mitfange. Also, bis gleich. Und da haben wir unser weibliches Hasbiro. Das war jetzt immer Ruckzuckieb. Das war nicht Ruckzuckieb. Aber du setzt Ausdauer ein, das finde ich ganz gut. Probieren wir mal, ob ein Pokéball jetzt schon reicht. Jetzt hätte ich jetzt jede Attacke einsetzen können, das jetzt ausgehalten. Ah, Mist, das reicht auf keinen Fall. Okay, dann nochmal vorsichtshalber Offenlegung war das. Ja, das ging jetzt wirklich nicht mal knapper. Aber komm, ich fange echt. Das hier. Ist das jetzt ein Timerball? Lange. Das ist. Ist das vielleicht ein Flockball? Ich probiere mal kurz. Ich glaube, der hier war ein Flockball. Hasbiro gefangen! Das will ich auf jeden Fall erstmal im Team haben. Das entwickelt sich auch erst durch Zuneigung. Mal sehen, wie schnell wir das zur Zuneigung bekommen. Wenn ich ja noch Psyana will, dann habe ich ja nur Pokémon wegen Zuneigung. Ja, scheiße. Ich nenne meins ist immer Mimito. Passt aber nicht hin, dann nenne ich es halt nur Mimi. Und diese 5-Begrenzung ist doof. Ja, wollen wir uns mal unsere Mimi angucken? Ach, sie hält sogar ein Item. So, du hast ein Verteidigungs-Minus-Wesen, aber Initiative Plus-Wesen. 36 Ini. Das ist sehr gut. Das mag ich. Dann wird sie schnell sein und stark immer auf Angriff gehen. Das macht keinen Schaden, keinen Schaden. Das ist das Einzige, was Schaden machen könnte, wenn ich jetzt wüsste, was es ist. Das Item nehme ich jetzt aber mal ab. Oder warte mal. Nee, das war jetzt tauschen. Das war abnehmen. Jetzt gucke ich mal, ob ich ist was Neues irgendwo habe. Hier glaube ich eher weniger. Das ist bestimmt eine Beere oder. Doch, Beere. Jetzt habe ich mich drei von denen wieder hier. Alles klar. Aber ich gebe mir gleich sofort wieder ein Item, damit sie mich wieder mag. Das bringt ja sehr viel, wie man gesagt hat. Ist ja vollkommen egal, was man ihr gibt. Ich weiß nicht, ob das Wundersaat ist oder nicht. Aber dann gebe ich. Ja, ich gebe mir mal den EP-Teiler. Kann ich dann gleich nebenbei, während ich jetzt gucke, weil hier muss Evoli sein, weil woanders wüsste ich das jetzt nicht. Gucke ich dann mal hier weiter und dann sehen wir uns, wenn ich Evoli gefunden habe. Das ist gleich. Da haben wir jetzt einen Evoli. Ah, ist leider männlich, aber das bestätigt wenigstens meine Theorie, dass es hier ist. Super. Kann ich fliehen? Nein, natürlich nicht. Oh. Ich
Ich will aber fliehen. Ach ja, Überreste. Übrigens, das Mantat ist wirklich wundersatt. Das habe ich nachgeguckt. So, du. Du machst. Ich will ja auf Fighten. Was soll denn das? Kalkklinge aufs Evoli und Manta, du trinkst erstmal ein. Das ist jetzt gerade etwas sehr gefährlich. Trank. Ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, die Fähigkeit von meinem Haspel, was ich habe, ist Tollpatsch. Sprich, es könnte keine Items tragen, auch wenn es sich zu schlapp oder weiterentwickelt, hätte es die Fähigkeit noch. Ich muss sagen, finde ich jetzt nicht so pralle. Ich möchte es, ich hätte es doch wirklich gerne, wenn, ich habe Angst, ey. Ich hätte es doch gerne, wenn es Angsthase hat, weil dann kann es später Charme bolzen. Es ist einfach, sag mal so technisch gesehen, besser. Ach, willst du das doch besiegt? Ja, hätte ich Käfer besser einsetzen können. Oder bin ich eh wieder zurückgeschreckt? So, ich glaube nicht, dass du mir jetzt groß Schaden machen kannst. Setze ich immer Tackle ein. Ich immer Käfer bis. Ich riskiere es immer so sehr. So. Okay. Tja, also hier gibt es wirklich Evoli. Ah, das habe ich nach 20 Minuten gerade mal gefunden. Jetzt suche ich noch weiter nach einem Dingensen. Haspirohr nochmal. Also es kann jetzt doch noch mal eine Weile dauern, bis ich hier was gefunden habe. Ist ja nicht so, dass ich nur wegen der Fähigkeit. Aber Tollpatsch ist halt doof. Es kann keine Items benutzen. Das ist extrem doof. Und Schambolzen ist halt nun mal besser. Also ich guck mal, ob ich was finde. Wie gesagt, wenn nicht, dann habe ich Pech. Ich habe jetzt erstmal auf der Suche nach einem männlichen, nach einem weiblichen Evoli. Ach, ich glaube, kann ich mal nebenbei weiter drauf. Nee, ich glaube. Machen wir Radio dann nach vorne. Er ist jetzt mittlerweile 20, weil ich mir zwischendurch ein paar Ohrdochs und ein Ohrdoch gesehen habe. Und deswegen habe ich jetzt auch, wegen dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, deswegen habe ich jetzt auch erstmal meinem Mimito EP-Teiler weggenommen. Eigentlich hätte ich nicht unbedingt trainieren, weil ich mal gucken wegen anderen. Ich habe mal geguckt, einen Eisfelsen gibt es hier beim Wendelberg. Huch, ist jetzt Nacht geworden. Und ich hoffe ja mal, dass es das ist, wäre ja noch nicht so weit. Also es wäre nicht so sehr spät, glaube ich. Ich weiß es ja nicht. Also ich muss mal gucken. Also, wenn ich wüsste, was für Pokémon es hier noch geben würde, könnte man vielleicht mal eher was dazu sagen, aber so. Ich glaube, es tendiert doch leicht zu Psyana. Ich bräuchte definitiv was gegen Drachen-Pokémon. Aber so gegen Kampf hätte ich jetzt auch nichts. Ach, da muss ich echt wirklich nochmal gucken. Also ich suche dann hier erstmal noch ein Weilchen weiter und wir sehen uns dann später. So, ich wollte eigentlich nur zurück zum Pokécenter, weil ich hätte mir jetzt bei Haspiro doch gefangen, gucken, ob da jetzt ein Passes dabei ist, aber jetzt sind wir jetzt wieder angelabert. Wenn ich. Okay, den Weg zum Fokus hin, dann nehme ich jetzt vorsichtshalber nochmal auf. Nicht, dass mir hier gleich noch wieder einer. Nee, scheint bis jetzt ganz gut zu sein. So, gucken wir uns mal die Pokémon an. Das war. Scheiße. Ich weiß, dass das war, glaube ich, Angsthase. Und das hier. Das nehme ich mal mit. Warte. Ganz einfach. Dann lege ich eben.
ich will ablegen. Das war das Erste. Ablegen ist das Erste. Nagelkotz lege ich dann mal eben ab. Das brauchen wir, glaube ich, sowieso erstmal nicht. Dann nehme ich das andere Hasbro mit. Dann gucke ich mal, vergleiche. Wenn da was Verschiedenes steht, dann ist das... Das nehmen wir mal mit. Dann müsste das Angsthase haben. Alles jetzt Zeichen vergleichen. So. Das hat auch was getragen. Oh, hat auch was getragen. Richtig, das ist unseres hier. Was hat das? Ja, das hier hat keine Angst. Das ist aber ein neutrales Wesen. Naja, es ist mir lieber, als wenn es jetzt irgendein Minuswesen hat, da wo ich es gebraucht hätte. Okay, dann steht das damit fest. Kommt dieses Hasbro wieder weg. Dann benehmen wir das andere. Ich versuche sowas nicht zu oft zu machen, aber wie gesagt, das ist mir mit Dingens der Fähigkeit Tollpatsch einfach zu blöd. Ich weiß jetzt nicht, ob es, wenn es sich weiterentwickelt, ob es dann Charmbolz bekommt oder bei Tollpatsch bleibt, weil im Gegensatz zu Angsthase hat Schlappohr auch Tollpatsch. Das wäre mir nicht so lieb. Aber ich werde mich erstmal wieder auf die Suche nach Evoli begeben. Wir sehen uns dann. Bis gleich. Ohne Witz. Es entwickelt sich. Es ist gerade Level 22. Ich hatte sich schon auf 21 weiterentwickelt. Ich hatte aber auf B gedrückt, weil ich so verdattert war. Erstmal nachgucken wollte. Aber das stimmt. Hallo? Level 20 hat erst entwickelt. Matrifol. Normalerweise entwickelt sich das Freundschaft. Haben sie die Freundschaft hier runtergesetzt oder so? Hat sich das schon entwickelt? Meine Fresse. Das habe ich Käfer gebrummt oder so. Ach, es hat sich erlernt. Egal. Ist nicht so schlimm. Aber ohne Scheiß. Es ist Level 22. Ach, egal. Es ist... Ah, aber schöne Werte hat es doch aber schon mal. Ja. Immer noch kein Evoli gefunden. Habe ich übrigens überlegt jetzt, dass ich mir doch Psyana machen werde. Weil halt geht schneller. Denke ich mal, wenn das so weitergeht mit den ganzen Freundschaften, dann habe ich ja nach 5 Leveln Psyana. Also... Man hat Eis, das bräuchte ich höchstens bei Drachen-Pokémon, sag ich mal, und die kommen ja recht spät. Hoffe ich einfach mal, dass ich bis dahin irgendeine Eisattacke kann, beziehungsweise noch ein anderes Eis-Pokémon vielleicht finde. Aber ich werde noch weiter Evoli suchen, bis jetzt noch kein weiteres gefunden, nach ungefähr aktiv einer halben Stunde, eine anderthalb Stunde habe ich geguckt und, na, und sowas überlegt. Aber das ist Wahnsinn. Kurzer Zwischenzeit, mein zwei... Zwischenstand. Manta 22, Maron 20, Ray 20, Bushi 20, Mimi 19. Mal sehen, wie weit das dann nachher sein wird. Also, bis gleich. Ah! Läuft das? Ja. Evoli, nach über 2 Stunden endlich so ein Kack-Evoli weiblich. Es ist erst das 4. Evoli. Ah. Ich muss gerade feststellen, wie urplötzlich wach ich wieder bin. Ich war gerade fast am Einpennen. Aber jetzt. Ich fang dich. Och, jetzt hör doch auf damit. Nicht heulen und Sandwirbel, sonst treffe ich dich nicht. Einmal noch, einmal muss noch. Ja, du kannst auch ruckzuck kippen, das ist schön. So, jetzt Pokéball. Weil ich jetzt ab sofort immer Angst habe, dass ein Volltreffer kommt. Tasche, Pokéball. Zum Glück sehe ich das leider gerade bis die Leiste von Camtasia genau über dem Bildschirm. Aber egal. Ach, Evoli, bleib doch einfach drinne. Okay, ist Level 19. Das ist Superball. Ja, Superball. Komm, bleib da drinne. Das ist schön, das ist groß, das ist super. Oh, das bleibt ja kein bisschen drin, ne? Ja, okay.
glaube, jetzt kann ich ruhig nochmal ruckzuck hier wagen. Oh. Nein, noch wenn er da durchkommt. Ja, also sie ist schief hier. Komm. Ach, übrigens, habe ich vergessen vorhin nochmal zu sagen. Oh, jetzt muss ich aber Pokémon werfen. Mir ist Maron wieder flöten gegangen. Ich glaube, der geht auch nur drauf, wenn die Kamera aus ist. Oh, Trank. Nicht, dass der jetzt beim Werfen noch irgendwie drauf geht. Ja, jetzt kannst du von mir aus Heuler machen. Ich krieg dich aber hier. Ja, sonst schmeiß ich mich von der Brücke. Nein. Aber das ist ja so ein Rotz. Das ist gefühlt zu 1%, dass Evoli kommt. Ich habe mich schon gewundert, dass ich bisher von den anderen Pokémon keine Shinies gefunden habe. Jetzt bleibt doch in dem verdammten Ball drin. Vielleicht kann ich mal Timerball anwenden. Komm, bleib. Och, Evoli, jetzt mach doch nicht so einen Mist. Jetzt muss ich die ganzen Tränke verbraten. Warte, Trank. Ich Angst habe, dass sonst Mimi drauf geht. Mach mal Heuler und Sandwirbel, das kannst du von mir aus machen. Wenn du kein Rutschekief und bist. Probier mal einen Pokéball, vielleicht bleibt es da doch eher drinne. Komm, bleib. Bleib! Alter! Okay, voll zu meinem Timerball. Ja! Evoli, ein weibliches Evoli. Jetzt muss das Spiel halt abschmieren. Dann gehe ich aber an die Decke. Ja, ich weiß, wie ich es nenne. Zoki, ich hab's mir extra aufgeschrieben. Zoki. Ich will ja, dass es Psyana wird. Dann habe ich mir nachgeguckt, was so Vorhersehen oder Vorhersagen auf Japanisch heißt. Und das ist ein ganz komisches Wort gewesen. Da habe ich einfach ein paar Buchstaben rausgegriffen. Und Initiative Minuswesen, finde ich ja geil. Und Angriff Pluswesen. Bei Psyana bringt das nachher auch so viel. Aber das Wesen ist mir jetzt sowas von egal. Ich will nie wieder hierhin. Nie wieder. Abspeichern, sichern. Und ich habe übrigens festgestellt, dass Magma zu Magprand ja nur durch Tausch geht. Das hatte ich irgendwie voll verpeilt. Also entweder werde ich mir ein anderes Feuer-Pokémon holen oder ich schmeiße es ganz raus, weil ich glaube, nach der Käfer-Arena brauche ich das nicht so sehr. Wenn es die Eis-Arena wirklich noch kommen will, habe ich immer noch Ray und ansonsten brauche ich, glaube ich, kein Feuer-Pokémon hier so sehr. Aber damit verabschiede ich mich jetzt. Wie gesagt, es ist 22:30. Ich habe über 2 Stunden aufgenommen und das reicht erstmal. Ich werde übrigens, glaube ich, erst gerade als ich Evoli gefangen habe, rechts aktualisiert haben beim Rahmen wegen Teams Level, weil ich das bestimmt zwischendurch nicht. Ich weiß das immer zwischendurch nicht. Ich werde mir das jetzt auch aufschreiben, damit ich das morgen beim Bearbeiten nicht vergesse. Also. Bis denn dann, Leute!